Tja, die F1 E-Sports Meisterschaft 2022 ist vorbei seit wenigen Tagen und der Vollständigkeit halber wollen wir heute gemeinsam nochmal über das doch relativ epische Saisonfinale sprechen, was in Abu Dhabi stattgefunden hat. Die Ausgangssituation sollte jedem inzwischen relativ klar sein. McLaren hat schon die KWM gewonnen und in der Fahrerweltmeisterschaft geht es nur noch für Blakely, Rasmussen, Ronha und Buhumann, wobei Blakely natürlich mit 169 Zählern, also 21 Punkte Vorsprung vor Frederik Rasmussen, die realistischsten Chancen hat, diesen Titel hier zum ersten Mal zu gewinnen. Schauen wir uns von dem Rennstand nochmal ein paar Highlights des Qualifikationsergebnisses an und da stellen wir natürlich fest, dass Josh Idu auf P1 einen absoluten Banger rausgekloppt hat. Also da hätten sicherlich die wenigsten drauf getippt, dass der hier und heute beim Finale nochmal eine Pole Position raushaut vor Thomas Ronha und Frederik Rasmussen. Blakely nur in Anführungszeichen auf der 4, aber immer noch vorne im Mix mit dabei. Diese Position würde ihm ja theoretisch auch mehr als ausreichen, um den Fahrerweltmeisterschaftstitel zu gewinnen. Da dahinter dann wieder der Alpine-Pilot Sipos, auch sehr stark wieder auf P5. Dahinter Haddad, ich glaube, bestes Ergebnis in dieser Saison. Tja, und die Top-Favoriten, insbesondere halt der Bari Boroumand, der theoretisch noch den Fahrerweltmeisterschaftstitel gewinnen kann, nur auf der 12. Einen Platz hinter Jano Obmer, der auch wieder ausgeschieden ist im zweiten Segment der Qualifikation. Ist natürlich enttäuschend für die beiden, brauchen wir nicht drüber sprechen. Und ja, klar, Marcel Kiefer auf der 19, das ist natürlich auch kein Platz, wo er sich eigentlich sieht. Schauen wir uns mal den Rennstart an. Wir sehen auf der linken Seite den Idu, auf der rechten Seite Ronha. Es ist ein relativ kurzer Sprint zu Turn 1 und wir sehen, Ronha will alles versuchen, um sofort in Turn 1 vorbeizugehen. Idu geht da weit, quasi komplett über die Auslaufzone, bleibt aber voll auf dem Pinsel, sodass er ja die Position erstmal hält. Ich glaube, das wird auch kein Nachspiel geben, hat kein Nachspiel gegeben. Ronha hat da jetzt auch nicht so viel Platz gelassen, aber man merkt natürlich, Ronha weiß, die Stunde hat geschlagen. Er muss sofort attackieren, sofort aggressiv sein, um hier ja seine Chancen auf den Fahrermeisterschaftstitel noch irgendwie aufrechtzuerhalten. Dahinter dann Idu, Rasmussen immer noch auf der 3, Blakely auf der 4, Alvaro Carrington ist auf die 5 gekommen, Sipos hat einen Platz verloren, Tormaler auf der 7, jetzt gerade kurz mal auf der 6 gewesen. Tja, und ein bisschen weiter hinten, Marcel Kiefer schon auf die 15 nach vorne gekommen, hinter Jake Benham nach einem 19. Platz im Qualifying, auch eine relativ starke Startphase. Und ja, vorne tut sich was, denn Rasmussen ist an Idu vorbeigegangen. Ich neige mal dazu, Idovu zu sagen, aber er heißt ja eigentlich Idu. Ich versuche mich an Idu zu gewöhnen. Und wir sehen schon, der Abstand von Ronha zu Idu hat sich schon enorm aufgetan. Das sind jetzt 1,7 Sekunden. Und ja, Ronha ist der Erste, der hier quasi zittrige Füße bekommt und sozusagen den Boxenstopp bzw. die Boxenstoppphase einleitet, geht hier von den Mediums auf die harten Reifen, kann dann mit diesen harten Reifen hier ganz entspannt die letzten 18 Runden zu Ende fahren. Tja, was ich eben gar nicht erwähnt habe, am Start gab es auch wieder unterschiedliche Strategien. Wir haben Ronha zum Beispiel gesehen auf den Mediums, einen Frederik Rasmussen, der jetzt gerade erst an die Boxengasse geht, also 4 Runden nach Ronha, der war am Anfang auf den harten und ja, hat sich echt gut dran gehalten, dafür, dass er auf den harten gewesen ist. Und wird natürlich gegen Ende raus, jetzt mit den Mediums, die deutlich schärferen Waffen haben im Kampf um den Rennsieg. Aber ja, das hilft natürlich alles nichts, wenn ein Lucas Blakely sich da hält, wo er aktuell ist. Aktuell auf P2, noch nicht gepittet hinter Josh Idu. Ja, die müssen jetzt auch in die Boxengasse kommen. Wir sehen, die sind alle auf den Harten, genauso wie Frederik Rasmussen. Und da sehen wir es. Da gehen sie an die Boxengasse wie an der Perlenkette. Weiße Linien bei der Boxen-Ein- und Boxen-Ausfahrt gibt es nicht. Das kennt ihr ja auch schon aus der F1 E-Sport-Serie. Aber ja, jetzt wird es interessant. Aktuell sieht es nicht danach aus, als ob sich irgendwelche nennenswerten Verschiebungen nun ergeben würden. Nur das Fernduell gegen Rasmussen, das ist natürlich jetzt ein bisschen spannend. Wir sehen unten links, Rasmussen hatte mal freie Fahrt, 5, irgendwas Sekunden Abstand hinter dem Vorherfahrenden. Und jetzt kommen sie raus aus der Boxengasse hier, Idu und Blakely, die jetzt mit diesen Mediums die letzten 13 Runden bestreiten wollen. Tja, wir sehen schon, der Rasmussen ist vorbeigekommen an Blakely und Buhumand, die jetzt beide im Formationsflug hintereinander herfahren. Springen wir mal zur Runde 20 von 29, das letzte Drittel des Rennens ist jetzt angebrochen und wir sehen hier vielleicht das gleiche Spiel wie das, was Mercedes in Suzuka gemacht hat, der Teamkollege von Ronha, Piotr Staczulek. Der spielt hier den Bremsklotz für seinen Teamkollegen, der theoretisch noch die Chance hat, den Fahrerweltmeisterschaftstitel auch zu gewinnen.
Ja, scheint sich jetzt natürlich so ein bisschen eingebürgert zu haben, dass die Teamkollegen, die ja eh nichts mehr zu verlieren haben, so ein bisschen den Kopf hinhalten. Das hat den Blakely jetzt ja schon ein bisschen was gekostet, aber jetzt nicht so extrem viel wie in Suzuka. Das war dann schon deutlich besser gemacht von Benham. Man muss natürlich auch sagen, die Streckencharakteristik aus Suzuka, die lädt natürlich auch dazu ein. Also da kannst du einfach nicht so easy überholen, insbesondere im ersten Sektor. Und wenn ein Vordermann sich dann langsam auf die Ideallinie stellt, wo willst du da hin? Es gibt im Grunde genommen nur eine schnelle Linie durch die S-Sektion. Und hier in Abu Dhabi, tja, da stellst du dich mal vielleicht in Turn 1 ein bisschen quer, aber dann spätestens am Ende von Sektor 1... ist er dann auch vorbei. Das ist eine lange Gerade. Also viel aufhalten kannst du in Abu Dhabi deinen Hinterherfahrenden nicht. Auf jeden Fall bei weitem nicht so viel wie in Suzuka. Deswegen ja, war das jetzt nicht wirklich so zielführend. Aber springen wir mal zur Runde 24 von 29. Wir sehen, der Rasmussen auf den ja natürlich schnelleren Reifen hat den Abstand zum Ronha kontinuierlich zufahren können. Und jetzt hier in Runde 24 von 29 passiert dann das Überholmanöver, was ja im Grunde genommen unausweichlich gewesen ist. Dafür war Rasmussen am Anfang des Rennens einfach viel zu nah dran und ja, Ronha hatte sich nicht gut genug absetzen können. Und ja, hier gibt es jetzt eine Kollision. Das ist, wer ist es gewesen? Ein Alpine. Bin gerade nicht sicher, was da jetzt konkret passiert ist. Jedenfalls bekommt Barry Boroman eine 5-Sekunden-Strafe. Spielt aber für den weiteren Rennverlauf jetzt auch nicht so eine krass große Rolle, denn die eigentliche Action, beziehungsweise ja, das Wesentliche spielt sich ja vorne ab, denn wir haben Rasmussen vor Ronha, vor Idu und dahinter Blakely. Und wenn wir uns die Tabelle vom Anfang nochmal ja, in Gedanken aufführen, dann stellen wir fest, dass der vierte Platz für Blakely absolut ausreichend ist. Er muss hier keinerlei Risiko mehr eingehen, um irgendwie was zu machen. Jetzt geht ein Piotr Staszczelek noch an die Boxengasse, was sehr, sehr merkwürdig ist. Aber die letzte Runde des Rennens ist schon angebrochen. Und ja, das, was ich eben gesagt habe, hier im hinteren Mittelfeld bis Mittelfeld, da geht noch ein bisschen was. Aber das sind alles nur Schönheitsplätze. Denn die WM wird gerade in diesem Moment weiter vorne entschieden, denn Rasmussen ist 1,2 Sekunden vor Ronha, 0,4 Sekunden vor Idu und dahinter der entscheidende Mann Lucas Blakely ist auf P4 und wird dieses Rennen auch höchstwahrscheinlich, ja, er wird es auf P4 beenden und ja, sichert sich damit seinen ersten F1 eSports Titel im Jahr 2022. Zu dieser wirklich phänomenalen Leistung kann man ihm wirklich nur gratulieren. Am Anfang der Saison einfach im Vergleich zu seinen Kontrahenten zu dominant gewesen. Viele Siege geholt, man dachte schon, okay, das wird ein easy win. Dann, ja, irgendwann kam so ein bisschen der Einbruch. Da dachte irgendwie jeder, okay, könnte nochmal eng werden. Dann wurde Obmer nochmal ein bisschen stärker. Es war alles verdammt eng bis zu den letzten, ja, 4 Rennen oder so. Da war ja wirklich noch gar nichts safe. Und ja, dann jetzt am Ende, insbesondere mit Brasilien und hier Abu Dhabi, da hat dann Blakely nochmal mehr oder weniger zur alten Form zurückgefunden und hat gezeigt, warum er wirklich vorne, ganz vorne mit dabei ist. Tja, ich habe interessenshalber natürlich vor der Saison mal in die Glaskugel geschaut und auf ein ziemlich ranziges Stück Karton meine Prediction für die Teamwertung geschrieben. Und die seht ihr jetzt hier gerade. Tja, wie wir sehen können, meine Glaskugel, die ja, hat mir nicht so ganz die Wahrheit ausgespuckt. Das Einzige, was ich richtig gecallt habe, war McLaren auf Platz 1. Ich habe gesagt, Mercedes auf 2, die sind Vierter geworden. Ich habe gesagt, Red Bull auf 3, die sind Zweiter geworden. Ich habe gesagt, Ferrari auf 4, die sind Siebter geworden. Ja, Alfa Romeo auf 5. Oh, das ist auch richtig, sehe ich gerade. Naja, da war es ja nicht ganz so schlimm. Oh Gott, ich kann meinen Augen gerade nicht trauen. Ich habe sogar Alpha Tauri auf Platz 6 und Alpine auf Platz 9 richtig gecallt. Ey, also, okay, ich nehme meine Aussage zurück. Meine Glaskugel war doch gar nicht so schlecht. Naja, wie dem auch sei, wie gesagt, Gratulation an McLaren, Gratulation an Lucas Blakely. Sehr, sehr stark gemacht und mit Abstand das dominanteste Gesamtpaket gewesen in dieser Saison. Und ja, ich hoffe, euch hat das heutige Video hier Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen unterhalten. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zu dieser E-Sports-Meisterschaft sagt und wie ihr das ganze Event gefunden habt. Und ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, falls euch das Video gefallen haben sollte. Vielleicht auch ein Abo, falls ihr Bock habt auf zukünftige Videos hier auf meinem Kanal. Und dann sage ich danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein.